Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die schönste Nase im ganzen Land? Diese Frage dürfte sich wohl auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin Natalie Frokowska stellen. Neben 21 anderen Single-Damen kämpft die Sachbearbeiterin 2020 in der 10. Staffel um das Herz von Junggeselle Sebastian Preuß. Eingefleischten DSDS-Fans dürfte ihr Gesicht aber schon länger bekannt sein. 2019 singt sich die Coburgerin bis in den Recall der Castingshow. Genau wie mit dem Gesang wollte es aber auch mit der Liebe einfach nicht klappen. Als Fünftplatzierte schickte sie der Kickbox-Weltmeister nach Hause. Neben ihrem selbstbewussten Auftritt ist uns die 24-Jährige vor allem durch ihre markante Nase in Erinnerung geblieben. Doch auch die scheint nun Geschichte zu sein. Auf Instagram postet die hübsche Brünette diesen neuen Schnappschuss und bringt damit die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Einige Fans spekulieren, sie habe ihre Nase unters Messer gelegt. Zugegeben, ihr charakteristischer Riecher weist nun deutlich filigranere Züge auf als zuvor. Ob Beauty-OP, Photoshop oder einfach nur ein guter Winkel, Natalie ist eine echte Augenweide, egal mit welcher Nase.